wir stehen hier gerade vor der abgebrannten Anlage in Altterlin, wo die überlebenden Schweine abtransportiert werden. Man hört sie, wie sie schreien. Das sind einige der sehr wenigen Überlebenden. Der Rest ist leider bei lebendigen Leib verbrannt oder eben erstickt. Wir hatten hier vorhin eine Mahnwache. Da haben sich nochmal die verschiedenen Organisationen positioniert. BUND, der Tierschutzbund, und die Organisatoren der Mahnwachen, die hier seit vielen, vielen Jahren jede Woche eine Mahnwache gegen die Genehmigung dieser Anlage organisiert haben, und um eben zu signalisieren, dass diese Anlage hier verkehrt ist und dass solche Anlagen auch nirgendwo gebaut werden dürfen. Immer montags von 17 bis 17.30 Uhr habe ich 2014 mit vielen Menschen das hier übernommen, und bis zum letzten Montag standen wir gemeinsam hier und wollten dieses Unglück verhindern. Wenn hier ein Brand ausbricht, gibt es überhaupt irgendeine Chance für die Schweine zu überleben? Keine. Also die Anlage, der Brand in Holland hat bewiesen bei den 20.000 Schweinen, die Feuerwehr, man kann sich das im Internet angucken, stand drumherum, rettete das Dorf, also dass der Brand nicht aufs Dorf übergriff, und hat die Anlage inwendig abbrennen lassen. Es sind kilometerweite Asbestspritzen über die ganze Gegend verteilt worden, überall lag diese Asche rum. Wer es bis gestern nicht glauben wollte, konnte an einer riesigen Giftwolke, die von hier, wie ich gehört habe, bis Anklam, die Böden, die Luft, das Meer vergiftet hat. Denn diese Anlage hatte nie eine echte Genehmigung. Es war immer noch der Prozess gegen das Fehlen des Brandkonzeptes offen. Und sie durften Brandschutzklasse 1 verbauen. Das heißt, sie konnten jeden Sondermüll in dieser Anlage verbauen. Und das Verbrennen dieses Sondermülls ist hier durch Mecklenburg-Vorpommern geflogen. Und ich wünsche mir, dass wir heute lernen, dass so etwas in unserem Land, in Europa und auf der ganzen Welt nie wieder passieren darf. Augenzeugen haben auch davon berichtet, dass eben die Feuerwehr die Tiere nicht retten konnte. Sie haben mehr oder weniger kontrolliert abbrennen lassen. Das ist eben das, was nicht passieren darf, wenn man solche Anlagen baut, was aber immer wieder passiert und bei allen anderen Massentierhaltungsanlagen auch passieren kann, jederzeit. Deswegen ist Massentierhaltung eben ein Auslaufmodell. Da muss ein Epochenwandel her, da muss eine Politik entstehen, da muss nachgefragt werden von den Konsumentinnen und Konsumenten. Das ist das Entscheidende, was wir hier daraus lernen müssen, dass es so nicht mehr weitergeht. Solche Anlagen darf es nirgendwo mehr geben, nicht in Deutschland, nicht in Europa und nirgendwo. Das ist das ganz Entscheidende. Das kann auch nicht sein, dass hier Vertreter von den großen Parteien, die auf Landesebene und auf Bundesebene solche Anlagen genehmigen, dass die jetzt sich betroffen zeigen und so tun, als wäre das eine Ausnahme oder ein Einzelfall. Das stimmt natürlich nicht, sondern das ist ein Symptom eines falschen Systems und steht stellvertretend dafür, was mit der Tierhaltung falsch läuft. Ja, Sie sehen es hier, die Schweine werden jetzt weiter verladen. Und das sind die wenigen Überlebenden. Man weiß auch nicht, ob sie verletzt sind. Das wird aber auf jeden Fall so enden, dass diese Tiere auch nicht mehr lange zu leben haben. Das steht auf jeden Fall fest. Sie werden nicht gerettet, sondern sie werden einfach nur an einen anderen Standort verbracht. Und an dem anderen Standort werden sie natürlich dann auch wie in Schweine in der Tierhaltung behandelt. Es wird einfach nur ein nächstes Verbrechen passieren mit diesen Tieren und sonst wird nichts weiter daraus resultieren. Das ist das Traurige, was wir jetzt hier gerade erleben. Genau zum Zeitpunkt der Mahnwache, wo vorne demonstriert wird, dass eben diese Anlage ein Verbrechen ist, dass diese Massentierhaltung insgesamt ein Verbrechen ist, ein verbrecherisches System. Und wir erleben hier während der Mahnwache im Prinzip schon wieder die Vorbereitung für nächste Verbrechen. Was auch noch wichtig zu wissen ist, hier die ganzen Dämpfe, die sind hochgiftig. Der Qualm, der hier in die ganze Umgebung gegangen ist, kilometerweit, zig kilometerweit, das ist alles voller Gift. Weil eben hier die Brandschutzklasse so war, dass eben giftige Stoffe verbaut werden durften. Das sind jetzt hier so Überreste, die von dem Brand übrig sind. Das ist ja hochgiftige Substanz wahrscheinlich, weil eben die falsche Brandschutzklasse vergeben wurde. Und deswegen ist das, was hier abgebrannt ist, hochgiftig. Die Überreste, die hier auch überall rumliegen, sind giftig. Und die Einwohner und Einwohner der umliegenden Ortschaften hier werden noch tagelang diese giftigen Dämpfe eben einatmen müssen.
Man kann dagegen tun, dass man den Druck auf die Politik aufrechterhält. Das funktioniert aber nicht, indem man die Parteien weiter wählt, die das zu verantworten haben. Das sind SPD, CDU, CSU, FDP, das sind aber auch Grüne, SPD und Linke, die leider in den ganzen Jahren zuvor das unterstützt haben, dieses System. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, dass in den großen Parteien auch innerhalb dieser Parteien ein Umdenken stattfindet. Wir brauchen den Druck von den Organisationen, die dagegen demonstrieren, schon seit vielen, vielen Jahren immer wieder aufmerksam machen auf das falsche System, auf die Tierquälerei, auf das Verbrechen, was dahinter steckt, auf die verbrecherischen Umstände in der Gesellschaft, die das ermöglichen, dass eben zum Beispiel der Konsument nicht aufgeklärt wird, dass Werbelügen eben dazu beitragen, dass das Ganze aufrechterhalten werden kann. Da brauchen wir die Organisationen, die jetzt tatkräftiger denn je dagegen vorgehen müssen. Und natürlich werden wir als Tierschutzpartei auch weiterhin dafür kämpfen, dass hier solche Zustände nicht passieren können, also dass solche Brände nicht mehr stattfinden können, indem eben Massentierhaltungsanlagen nie wieder zugelassen werden und das System der Massentierhaltung beendet wird und auch sämtliche Tierquälerei am besten gar nicht mehr stattfinden kann. Dafür werden wir uns einsetzen auf jeden Fall.